Der zweite Abend der Veranstaltungsreihe bezieht sich auf den Schwerpunkt Jugoslawien, auf das Land Jugoslawien und ein kommunistisches Land, kommunistisch geprägtes Land. Und der Abend hat einen sehr humorvollen Titel, Proletarier der Welt, wer wäscht eure Socken? Das klingt vielversprechend. Was erwartet uns denn an diesem Abend? In den kommunistischen Ländern gab es theoretisch ja gleiche Rechte für Frauen und Männer. Und der Titel sagt es schon, wir wollen schauen, wie war das denn in der Praxis? Eben, wer hat dann im Alltag welche Aufgaben gehabt? Wer hat für die Familien gesorgt? Wer hat Socken gewaschen? Und wir werden dort hören und erfahren, warum sich dann Frauen im Kommunismus auch noch gewehrt haben, für was sie dann eingestanden sind, was sie dann noch fordern wollten. In der Theorie tönt das ja eigentlich alles schon sehr schön und schon sehr erfolgreich. Das werden wir dann in Jugoslawien ansehen. Es wird auch sehr viel Literatur dann aus Literatur zitiert werden, erzählt werden, die Reflexion in den Büchern, das wird dann im Zentrum stehen. Wie haben Sie denn insgesamt für die drei Abende die Referentinnen ausgewählt, dass Sie die so zusammengebracht haben jetzt für die Veranstaltungsreihe? Also eine ganz schöne Beziehung hat Elisa Fuchs zu ihrer Referentin, das wird sie aber gleich nachher selber erzählen. Und diese Referentin kommt ja auch extra aus Genua am 9. Dezember. Bei mir war das so, dass ich dank der Buchhandlung, Charlotte Nager hat hier mir einen Kontakt verschafft zu Olfat Wassef. Und sie ist Kundin in dieser Buchhandlung, Olfat. Und ich habe mich dann mit Olfa getroffen und habe sie gefragt, ob sie das eine Anmaßung findet, wenn ich als Schweizerin über ägyptische Frauen referiere. Und Olfa hat gefunden, nein, das ist schon in Ordnung. Und ich bin wahnsinnig froh und freue mich sehr, dass sie mit mir zusammen diesen Abend gestalten wird. Sind die Referentinnen des Abends für Jugoslawien Astrid Rana und Maja Taneva? Was für einen Kontext haben sie? Haben sie selber mitgekämpft, es selber miterlebt? Woher stammen Sie? Astrid Rana hat in den 1990er Jahren eine Bosnierin hier kennengelernt und das war eine Flüchtlingsfrau. Sie war hier mit zwei Buben und sie hat sich angefreundet und hat auch den Kontakt immer behalten, als diese Bosnierin, Maria heißt sie, zurückgegangen ist und Astrid Rana ist dann auch dort gereist in Bosnien. Also sie hat eine persönliche Beziehung, sie kennt die Gegend. Und wir haben dann ja auch nach Referentin, oder Astrid hat dann auch nach einer Referentin gesucht, die mit ihr zusammen den Abend gestaltet und so ist sie auf Lucify und Majeta Neva gekommen, die ja aus Nordmazedonien stammt.